Hallo zusammen und willkommen zurück zu Railroad Corporation. Wir hatten letztes Mal hier angefangen. Nee, gar nicht. Wir sollen Waffen liefern nach Kanada. Aber wir müssen also noch allerhand Sachen vorher machen, um da überhaupt hinzukommen. Stahl produzieren, Stahl und Schmiermittel nach Lima liefern und dann von hier aus dann irgendwie da hinten hin. So, aber so weit sind wir noch überhaupt nicht. Ja, wir hatten kein Geld, aber inzwischen sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir hatten einen Kredit aufgenommen und ich habe inzwischen auch mal nachgerechnet. Also tatsächlich die Angaben, die man hier hatte, also 5% pro Monat, ist natürlich Wucher, ja, ist unglaublich. Aber das ist ein ganz normaler Annuitätenkredit. Also man zahlt halt über, in dem Fall dann 12 Monate, immer die gleiche Summe zurück und die Tilgung steigt und die Zinsen werden weniger, so in der Summe, die man zurückzahlt. Aber es kostet eben 32.000 letztendlich pro Jahr für 24, die man aufgenommen hat. Das heißt, es sind pro Jahr 50%, nicht ganz, ne? Die 12 drauf, nee, 50 sind es nicht, 30%, ne? 8.000 drauf. 8.000 Dollar Kreditkosten, also 30% Zinsen bezahlt im Laufe dieses einen, also per anno. Also, boah, ist so teuer, aber wahrscheinlich im Rahmen des Spiels okay. Das kann man natürlich genauso umrechnen und sagen, ich zahle 5% pro Jahr und zahle es dann 12 Jahre lang ab. Na, dann hat man eben da entsprechend 30% auf 12 Jahre geteilt durch und so weiter. Dann wird es ein bisschen günstiger, also eben die 5. Aber früher war das so. Sagen wir mal so. Ne, heute kriegst du Geld, wenn dir welches leihst. Also noch zusätzlich, wenn man sich welches leiht. Minuszinsen. Inzwischen vielleicht nicht mehr, weiß nicht genau, wie es ist. Aber ja, die Banken wollten es loswerden. So. Genug gequatscht. Gucken wir mal, was wir gerade machen. Wir können auch Verträge annehmen. Zum Beispiel Stahl nach Kenton liefern, aber nein. Werkzeuge nach Cleveland, nein. Warum eigentlich nicht? Wir bauen ja schon Stahl, aber wir haben das nicht wirklich auf Lager, dass wir das einfach so machen können. So, wo ist denn Flint? Habt ihr den Film gesehen von Michael Moore? Über, also nicht 9-11, sondern andersrum, 11-9. Da erzählt er so ein bisschen über seine Heimatstadt Flint und wie die vergiftet wurden, weil das Dreckwasser irgendwie nicht mehr aus dem See kam, sondern aus so einer Fabrik. Naja, ist so viel Geschwurbel dabei, ne? Also eigentlich denke ich, Michael Moore ist so ganz okay. Aber wenn man eben versucht, die jetzt weiche ich schon wieder ab, aber ihr wollt eigentlich das Spiel sehen. Ja, wenn man versucht, die Politiker und die Leute, die dafür verantwortlich sind, persönlich zu diskreditieren, auch wenn man das kann, aber wenn man halt keine Argumente hat, sondern dann eben sagt, ja, guck mal, das sind alles pädophile Arschlöcher. Ja, okay, sind sie. Also das ist nicht okay. Aber politisch zu sagen, ja, aber deswegen ist die Politik scheiße, passt das immer nicht zusammen. So, aber dass das schlimme Menschen sind, steht dann trotzdem außer Frage. Guckt euch den Film einfach an. So, jetzt aber. Werkzeuge nach Detroit. Passagiere nach Battle Creek. Und die werden da abgeschlachtet. Ne? Das ist wahrscheinlich Kriegszeiten und so weiter. Flint ist da hinten. Ja, wo Battle Creek ist. Ich glaube, für einen Augenblick ist hier nichts dabei. So, aber wir haben 100.000. Wir sollten anfangen. Öl? Ja, wir sind ja an der Ölquelle. Das hatte ich schon gemacht. Will irgendjemand anders hier Öl haben? Nee, ne? Die wollen auch Petroleum. Petroleum mit Öl können die nichts anfangen. Nee, wir müssen den Weg von hier, ne, die fahren dann hier drauf und dann irgendwo hier. Ja, eigentlich will ich die so wenig wie möglich den Ölzug hier auf der Hauptstrecke lassen. Das lässt ja nicht bauen wegen Kollision. Also wir müssen so einen Übergang schaffen auch dort. Und dann hier abbiegen und das wieder mit. Nicht mit 12 km/h. Schon mit 30, aber.
Ich will es ja auch nicht so eine krasse Kurve haben. Der kann doch 38 so. Naja, von mir aus. Zack. Und rum 120 ein bisschen Tunnel. Wie Tunnel 7000? Wo denn? Ach, hier unten. War das Mühe? Wie viel kostet es insgesamt? 46, wir haben 140. Ja, komm. Gib. Der Weg ist eben weit, natürlich. Das heißt, wenn wir das Öl gekauft haben, dauert das auch entsprechend lange, bis das dann endlich mal ankommt. Gehen wir nächstes 15 km/h ein. Und wir werden hier und da eine Werkstatt brauchen, glaube ich. Das ist nochmal 3000 neue Einrichtungen Werkstatt. Vermute, dass wir die hier hinten auch, aber na, müssen wir mal sehen. Neuer Zug, es darf der teuerste sein. John Bull. Oh, und die Forschung, ne? Aber dafür hatten wir bisher kein Geld. Wie viel kann er denn ziehen? Eigentlich kann er 4 ziehen, ne? Ist dadurch natürlich stärker beansprucht, wird aber andererseits auch gleich hier gewartet. Also, und dann fährt er leer zurück. Ich glaube, das passt. Von der Sache her. So, der muss jetzt aber wie immer erstmal aus Kenton losfahren, ne? Achso, die ist noch pausiert. So, da ist aber schon unterwegs. Das sieht ganz gut aus. Ich würde den dann eben klonen wollen, wenn er soweit ist. Wir haben jetzt 20 Öl hier rumliegen. Und sobald die hier ein bisschen was produziert haben, können wir nämlich richtig viel. Vielleicht bereitet das von den Gleisen her schon mal vor. Mal sehen, wenn man sowas. Ne? Ist immer noch so ein bisschen hakelig alles. Das mag er nicht, ne? Er macht keine Kreuzung. Aber war ja in Railway Empire auch nicht sofort drin. So, der hat dieses Stück da schon gebaut. Dann machen wir das eben nicht, sondern wir machen das hier. 30 km/h, fertig. 3000 Dollar haben wir noch. So, um dann die Schmiermittel und so weiter hier. Das Petroleum, ne? Schmiermittel wollen die nicht. Schmiermittel müssen wir dann nach Lima bringen. Die Strecke können wir auch bald einrichten und schon mal. Passagiere wollen die noch nicht haben. Ne? Dusky muss noch ein bisschen wachsen und das machen wir am besten, indem wir denen Sachen liefern, die die haben wollen. Zum Beispiel auch Kohle. Ja. Ich würde halt hier versuchen, das kurz. 12, 14 km/h, Mensch, ist immerhin besser als 12. Das wollte ich jetzt da nicht bauen, weil man kann eins rückgängig machen. Und dann fortfahren. Oh Mann, das ist ein bisschen. So. Wir haben ja einen Zug, der Kohle fährt. Jetzt weiß ich gar nicht, T4, wo fährt der da hin? Können wir das über die Zugliste vielleicht nochmal uns anschauen? Der fährt die nach Cleveland. Ach so, richtig, ins Stahlwerk. Ja, ja. Und wir hatten hier ja Eisen gekauft. Und es war eigentlich ein ganz, ganz guter Deal. Ne? Es kostet 4. Jetzt habe ich natürlich eine Aufnahmepause drin. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie viel ich da bezahlt habe. Stahl kauft man für 11, verkauft den hier für 19. Also das ist, glaube ich, immer noch ein Deal. Ja? Also wir kaufen Eisen an. Ich mach das mal, ich lasse es mal so, weil es genau 5000 ist. Kann ich mir hoffentlich merken. Und dann auf dem Stadtmarkt verkaufen wir das. Das hier sind unsere Gelage. Kann man das? 5,2, wie war denn das?
Ich klicke hier hin und sage verkaufen für 5,2. Ne, also hier schon ein Geschäft gemacht. Aber es ist nicht ans Stahlwerk gegangen. Obwohl ich hier gedrückt habe. Oder bauen die gleich? Aber war nicht sowieso eins da? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Kann sein, das eine wurde verbraucht, eins habe ich verkauft, eins ist jetzt noch auf Lager. Oder brauchen die zwei? Ein Kohle plus zwei Eisen. Ja, alles klar. Pass auf. So. Oh Mann, ich wollte eigentlich gucken, ob der Preis wieder fällt, wenn ich eine Weile nicht kaufe. Ach, 5000. Stadtmarkt, Stahlwerk, verkaufen für 5,2, immer noch ein Geschäft gemacht. Und es wird sofort, ja, gut. Alles gut. Und dann den Stahl. Zug Nummer 2 fährt nur Post. Ich glaube, wir haben keinen, ne? Der hier fährt die Kohle nach Cleveland. Der fährt Öl. Da ist er wieder. Wie ist denn seine 96% von 98? Und dann verliert er wieder, bis er da ist und so. Und wird da... Ja, das ist in Ordnung, glaube ich. Das ist okay. Neuer Zug. Wieder die teuerste. Und zwar fahren wir nach hier. Nee. Gleiche Geschäft, ne? Also wieder viel Geld. Viel Vollladen, meine ich. So. Der wartet jetzt auf wen? Ist die Frage. Ja, ich glaube, die 2 hat Vorfahrt. Dann 5, ja, alle. Naja, von mir aus. Und haben wir denn jetzt hier schon Petrolio und Ruhe? Ja, ne? Die haben schon den ersten Batch da erledigt, die erste Lieferung. Dann bitte. Ja, können wir 4-mal Petrolio? Ja, können wir. Die bringen wir hier ins Rathaus. Wobei das... Aha, ich könnte es auch in mein eigenes Lagerhaus liefern. Ich mach mal, ja. Wo ist denn das hier? So. Und 4 hier. 2 hier. 2 da, 2 hier. Da kriegen wir kein Geld, aber wir gucken mal, wie... Also hier kriegen wir 12.600 und mal gucken, wenn wir es aus dem Lager verkaufen, ob das... besser ist. Und die Wartung müssen wir in Cleveland eigentlich machen. Wir können ja schon mal losfahren lassen und gucken mal, ob wir den Bahnhof Cleveland, wenn wir den ausbauen, einrichten, Werkstatt. Ja, ich glaube aber nicht, dass es schneller geht, wenn man hier mehr Gleise hat. Oder? Ob das irgendwas bringt? In Cleveland. Hallo, glauben Sie an Glück? Ich tue es, Haplin. Ich soll mich vom Glücksspiel fernhalten. Hat er immer gesagt. Und das mache ich dann auch. So. Ja, kohlemäßig eigentlich ganz gut. Wie sieht es mit unserem Kredit? Den haben wir zurückgezahlt. Prima. Wie sieht es mit dem Markt aus? Für Eisen. 5,72. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viel es hinter dem Komma war. Hinter den 5K. So, dann können wir irgendwo Holz liefern. Können wir Getreide liefern. Können wir irgendwas liefern, was die Stadt dazu veranlasst, zu wachsen, dass wir auch Passagiere nach Lima bringen können, damit wir hier noch... Also damit sich die Strecke auch einfach lohnt, ne? So im Augenblick. Also die Waren, das ist ganz nett, aber ich glaube Passagiere, die gehen einfach immer. Und da verdient man nochmal eine ganze Menge Kohle mit. So, Zug. Da ist
Ah, nee, 6 ist es. Ich hab's halt gedacht, es wäre nach. Na. Schön Kohle geliefert. Müssen wir mal schließen, dass wir da nicht irgendwelche Änderungen machen. Ich bringe hier die 5, 7 mit dem Schmiermittel, 6 ist der mit dem Puder, 5 ist der mit dem Öl. Der ist gerade weg. Mhm. Tja, oder Toledo, was? Achso, die haben die Whisky-Brennerei. Nee. Ich will erstmal irgendwo Holz oder sowas herholen. Oder Getreide von mir aus. Aber das haben wir auch erst hier hinten wieder. Oder hier, ne? Hier haben wir auch Getreide. Oder hier, was aber auch total weit weg ist, Mann. Weiß nicht, ob das dann die Strecke hier überlastet. Wenn man da zu viele Züge meinen und ja, also wenn wir alles aus der Ecke holen. Ich habe das Gefühl, wir müssen mal irgendwie hier rüber bauen. Und dann machen wir das einfach. Was soll schon schief gehen? Komm, wir machen hier, wir bauen den nochmal auf, dann kriegen wir ein Gleis mehr. Ist ja auch nicht so teuer. So, dann gehen wir schon mal nach Lima. 36.000 und von Lima direkt nach Bellevue. 19.000. Ah, geht. Geht. Schön wäre, wenn ich mir halt in den Städten auch ein Büro kaufen könnte. Geht das? Ich kann mir die Waffenfabrik kaufen. Soll ich das eigentlich? Nee, ne, ich muss nur die Waffen liefern. Fabrik kaufen war nicht gesagt. So, hier gibt es kein Land, was man kaufen kann. Hier auch nicht. Ist erst, wenn die Stadt größer geworden ist, glaube ich. Ja, ich hätte gerne. War das hier offen? Hier hätte ich das Lager hingebaut. Naja, das. Sonst können wir gerade nirgends ein Stückchen Land erwerben, um da nochmal hier zu gucken. Aber ich glaube, ja, 10.000 ist jetzt nicht so teuer. Mache ich einfach mal und gucke. Druckerei, Werkzeugfabrik, Waffenfabrik, nee, da ist da so ein Büro oder sowas. Ist nicht dabei, damit wir da noch weiter expandieren können, ohne jetzt hier kaufen zu müssen. Aber eigentlich war ja das Ziel, da die Züge einsetzen zu können, dass die nicht immer hier hinten losfahren müssen. Weil jetzt, doch, ihr wisst, was ich meine, ja? Neuer Zug, hier gekauft, dreimal Getreide gekauft, dreimal hier abgeliefert. So, weil ich möchte, dass die Stadt wächst. Ach, die ist schon gewachsen, ne? Jetzt ist, oder hatten die schon immer Passagiere? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist neu. So. Kann jetzt nichts mit zurücknehmen. Aber wir können auf jeden Fall einen Passagiertransport einrichten. Hier. Machen wir 4. Ich könnte noch mit 5 Leuten fahren. Warum nicht? So, Lima kann man auch eigentlich aufrüsten. Was? Achso, hier gleich, ja. Entschuldigung, war es ja schon. Sandusky, dann machen wir hier auch. Machen wir nicht hier die Wartung, sondern machen die in Lima, weil Sandusky ist schon so, naja, ein bisschen überbucht, glaube ich. Wir können aber da aufrüsten und sagen, dass die Wartung schneller gehen soll, oder? Wie ist denn das, wenn wir die Werkstatt, zweite Werkstatt, nein. Aber
Werkstattbeschleunigung. Bam. Werkstattbeschleunigung 2. Kostet 7000. Zack. So. Befüllstation könnte man auch, die Befüllstationbeschleunigung könnte man bauen und aufrüsten. Na, damit das hier schneller geht. Dann wird Sandusky unser Umschlagplatz für Öl. Für Öl ist es ja auch schon. Ich frage mich, was passiert, wenn die Schmiermittel hier voll sind. Vollbremsung. Die sind durcheinander durchgefahren, habt ihr? Durcheinander durchgefahren. Ja, Schmiermittel voll, ob die dann nicht mehr produzieren. So, noch bringen wir es ja nicht hier hin. Aber bald. Und wir sind, glaube ich, vom Geld her schon easy beim Erz. Also, wir können die einfach nochmal ausbauen. Na? Er will einfach nicht. Klick. Hier ist die Erzmine. Und wir können natürlich Stahl auch hier herstellen, aber da fehlt, glaube ich, die Kohle. Ne? Das haben wir nicht in der Nähe da hinten. Also was müssen wir machen? Wir müssen Eisen jetzt da rüberbringen. So, oder wir bringen Kohle hier hin. Oder dahin. Und dann bringen wir den Stahl dahin. Nee, Stahl müssen ja nur nach Lima. Ich glaube, das ist viel besser, hier den Stahl zu bauen. Und den Stahl hier einfach zur Waffenfabrik, Werkzeugfabrik zu bringen. Ja. Ich glaube, das mache ich. Also mache ich so. Scheint mir tatsächlich viel, viel günstiger gelegen zu sein, das so zu machen. Ja, und da hinten schließen wir die Kohle. Ich meine, wie teuer kann das sein? $36,000, naja, easy. Ist halt nur ein weiter Weg, ne? Wir müssen halt die Züge erstmal dahin bekommen. So, und Stahl nach Lima, das ist doch easy, wirklich. Ganz einfache Angelegenheit eigentlich. Hier ist ein starkes Gefälle bei. Dann mal, das können wir abbrechen, können wir rückgängig machen. Können wir fortfahren, meine Güte. Hier vielleicht. 25, ja. Und jetzt hier nochmal anfassen und die Strecke einfach ein bisschen begradigen, dass das schöner aussieht. Gefälliger ist fürs Auge. Das wäre doch gut. So, also das ist der Plan für die nächste Folge. Die Zeit heute ist schon wieder um, leider. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch. Wenn ihr zum ersten Mal da seid, abonnieren. Und dann werdet ihr informiert, wenn es ein neues Video gibt. Dann seid ihr beim nächsten Mal mit dabei. Bis dann. Ciao.